1902 wurde Nazım Hikmet in Saloniki geboren. Die Familie des Vaters gehörte zur Führungsschicht des damaligen Osmanischen Reichs. Die Familie der Mutter hatte viele polnische und französische Vorfahren. Das junge Ehepaar Hikmet zieht zum Großvater, Nazım Pascha, dem Gouverneur der Stadt Aleppo. Sie folgen ihm nach Ostanatolien, um sich schließlich in Istanbul niederzulassen, wo Nazım Hikmet aufwächst. Als er 16 ist, trennen sich seine Eltern. Nazım besucht die Marineschule, die er bald wieder verlässt, um in Moskau an der Universität der Völker des Orients zu studieren. Er wird Mitglied der illegalen kommunistischen Partei, hält 1924 mit 22 Jahren Ehrenwache am Sarg Lenins und geht nach Beendigung seines Studiums in die Türkei zurück. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt, in Abwesenheit, flieht zurück in die UdSSR, kehrt wieder in die Türkei zurück, mittlerweile schon als bekannter Dichter, und wird schließlich 1938 zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt. 28 Jahren Gefängnis wegen eines Gedichts über den spanischen Bürgerkrieg. 13 lange Jahre brachte er im Gefängnis zu, denn erst 1951 wird er aufgrund weltweiter Proteste und eines Hungerstreiks begnadigt. Sein Körper ist krank, unter Angina pectoris leidet er, die Nieren und die Leber sind geschädigt. Und nun will man den 49-Jährigen zum Militärdienst einziehen. Sein Sohn Mehmet wird geboren, doch er flieht ins Exil, das er bis zu seinem Tode nicht mehr verlassen kann. In Moskau ist Nazım Hikmet am 3. Juni 1963 als gerade 61-Jähriger gestorben. Wir haben einige Gedichte von ihm in türkischer und deutscher Sprache ausgewählt und wir hoffen, dass Sie einen Eindruck bekommen dieses großen türkischen Dichters.